So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um die äthiopischen Zinkgrille gehen, nämlich den lateinischen Namen packe ich euch einfach in die Videobeschreibung, weil der läuft noch nicht so easy, der wird sich jetzt noch ein bisschen komisch anhören, deswegen könnt ihr den einfach in der Videobeschreibung nachlesen oder vielleicht je nachdem steht er sogar mit dem Titel dabei. Da gibt es heute nämlich über diese wunderschönen Zinkgrillen, nämlich ein Haltungsvideo. Ich würde sagen, wir klären als allererstes natürlich, warum heißt die Zinkgrille Zinkgrille? Nämlich, die Zinkgrille heißt Zinkgrille, weil sie wirklich wie so ein Vogel richtig schön zirpen kann. Nicht jetzt wirklich nur so heimchenmäßig, dass es sich wie so ein Heimchen anhört, sondern wirklich wie so fast Kanarienvögel, wer Kanarienvögel so trällern kennt. Sind wirklich wunderschön, wenn die das singen. Auch von der Adultenzeichnung kann ich euch mal hier und hier zeigen. Haben wirklich auch eine tolle Flügelzeichnung, wirklich so fein gemustert, wie man hier sehen kann, so wie so fast vertrocknet. Also sieht wirklich wunderschön aus. Und dieses Rifflige, wirklich schick. Genau das hier, die zwei Tiere sind zwei super adulte Tiere. An denen kann man auch wirklich toll den Geschlechtsunterschied machen. Wenn man nämlich das untere Tier anguckt, sieht man hier am Abdomen links und rechts diese zwei Dornen. Bei dem oberen Tier sieht man diese zwei Dornen links und rechts auch, aber in der Mitte einen Stachel. Jetzt könnt ihr einmal raten, ist Tier 1 männlich oder weiblich? Und Tier 2, ist das männlich oder weiblich? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Stopp kurz das Video und dann würde ich sagen, löse ich nämlich jetzt auf. Also, hier das untere Tier, nämlich wo links und rechts nur den Stachel hat, sind die Männchen. Nämlich das obere Tier hier ist ein Weibchen, nämlich das hat ja links und rechts den normalen Stachel und in der Mitte den Legestachel. Wenn die adult sind, sind die natürlich voll beflügelt. Bei diesem Tier sieht man jetzt schon langsam wieder im subadulten Stadium diese Ansätze von den Flügeln man sehen kann. Und wenn sie jetzt noch adult wäre, wären dann natürlich auch noch die Flügel bis nach unten wie bei dem Kollege und der Kollegin. Da sieht man auch wirklich diesen schönen Legestachel hier in der Mitte von dem Tier und da dann halt voll beflügelt. Wie gesagt, subadult, voll beflügelt. Genau, dann wissen wir jetzt ja, warum die Zinkgrille Zinkgrille heißt und natürlich äthiopische Zinkgrille, die kommt aus Äthiopien. Und Geschlechtsunterschied auch relativ einfach, die Weibchen hier oben jetzt ist hier mit dem Legestachel. Genau, die Jungtiere kann man schon dann auch ab einer gewissen Größe auch anhand des Legestachels die Geschlechter unterscheiden. Und dann würde ich einfach sagen, kommen wir zur Einrichtung von eurer Box, eurem Terrarium, könnt ihr da nehmen, was ihr wollt. Es ist natürlich einmal wichtig, dass es gut zirkulieren kann und gerade die ganz kleinen Jungtiere, wie man hier sehen kann, sind wirklich winzig. Ganz klein sind sie jetzt zum Beispiel hier, das wäre jetzt frisch geschlüpft. Da sind die wirklich winzig, da müsst ihr halt schauen, dass die nicht durch eure Lüftung abhauen. Die werden nicht zu Schädlingen oder so, aber ist einfach wichtig, dass sie euch nicht in der Bude rumhüpfen und ihr wollt ja auch die tollen Tiere im Terrarium sehen und nicht, dass die euch dann außen in der Wohnung oder so vertrocknen. Genau, nämlich neben der Belüftung ist natürlich dann einmal die Terrariumgröße wichtig, aber das kommt halt ganz drauf an, wie viele Tiere ihr habt. Habt ihr eine kleinere Zuchtgruppe, könnt ihr so einen 30er Würfel nehmen. Umso größer die Zuchtgruppe, umso mehr Platz brauchen die Tiere natürlich. Umso mehr Platz, umso schöner natürlich auch für die Tiere. Sind Grillen und die sind natürlich auch sehr bewegungsfreudig. Dann ist natürlich ganz wichtig in dem Terrarium oder der Box, was auch immer ihr nehmen wollt, wie man das einrichtet. Nämlich, ich habe hier drin sozusagen die zwei Legekästen, weil natürlich wichtig ist, dass die Grillen eine Möglichkeit haben, ihre Eier abzulegen. Habt ihr sozusagen euer ganzes Terrarium voll mit Bodengrund, braucht ihr natürlich nicht noch zusätzlich obendrauf die Legekästen machen. Das müsst ihr nur machen, wie in meinem Fall, wenn ihr sozusagen keinen Bodengrund habt. Das hat den Vorteil, dass die Box pflegeleichter ist, indem dass ihr sie einfach sauber machen könnt, einfach durchfegen könnt und halt sozusagen sehr hygienisch habt. Die toten Tiere leicht absammeln könnt und nicht immer die ganzen Eier raussammeln müsst, was auch wirklich eine Sache von einer Möglichkeit ist. Und deswegen empfehle ich euch auch wirklich mehr solche Legekästen und dann zusätzlich einfach, wenn dann ganz dünn Bodengrund oder halt wie bei mir gar kein Bodengrund. Dann
Neben diesen Legekästen, wo ihr Kokoshumus oder so nehmen könnt, die müsst ihr natürlich leicht feucht halten, dass die Eier auch die Feuchtigkeit, bis die Jungtiere schlüpfen, gegeben ist. Dann ist natürlich neben den Legekästen ganz wichtig die Einrichtung. Da könnt ihr Kolkröhren nehmen, Eierpappen, Rindenstücke, Flechten, also Stöcke mit Flechten bewachsen, Laubbaum, vom Laubbaum die Rinde oder so, das schmeckt nicht ganz variabel. Ihr könnt Totholz nehmen, wo die Tiere sich Gängenei fressen können, das schmeckt nicht ganz variabel, was ihr da wirklich, was euer Herz begehrt und was natürlich auch den Tieren tolle Verstecksmöglichkeiten bietet. Dann hätten wir jetzt ja natürlich geklärt, neben den Geschlechtsunterschieden, dann wie man diese Box hier einrichtet, dann wäre jetzt noch eine wichtige Sache, nämlich das Futter. Nämlich das Futter ist von den Tieren auch relativ simpel. Die fressen, wie man hier sehen kann, Gurke, Karotte, dann fressen die ab und zu auch mal Banane, also unterschiedliches Obst und Gemüse. Ihr müsst ihnen natürlich auch sehr wichtig tierische Protein anbieten in Form von Fischfutter, Hundefutter oder Katzenfutter. Das wird von den Tieren sehr gern genommen und brauchen die auch einfach, dass die fit sind und dann produzieren die euch auch viele Eier, dadurch auch viel Nachwuchs. Gerade auch zum Nachwuchs ist dazu zu sagen, dass wenn ihr eine kleine Zuchtgruppe habt, ihr mit den Legekästen die feucht haltet, ihr relativ schnell diese kleinen süßen Babygrillen haben werdet. Da sieht man die ganzen kleinen Scheißerchen. Und was auch das Tolle ist, die haben einen relativ schnellen Generationswechsel. Das heißt, wenn die Eier gelegt haben, dauert es ein paar Wochen bis maximal Monate. Kommt natürlich immer darauf an, wie warm das ihr es habt, wie feucht etc. pp. Und dann schlüpfen die Jungen nach einer gewissen Zeit. Aber das Schöne ist halt wirklich noch, dass die Eltern da noch meistens leben. Wie gesagt, kann auch mal sein, dass Adulttiere vor dem Schlupf der Jungtiere nicht mehr da sind. Aber das ist halt wirklich ganz variabel. Das kann ich euch so nicht sagen. Aber bei mir, wie gesagt, sind noch die Elterntiere großteils da. Und finde ich auch eine schöne Sache, dass man da so einen flüssigen Generationswechselübergang hat. Genau, die Grillen sind auch nicht arg springfreudig, wie man jetzt hier sehen kann. Ich arbeite ja gerade hier während den Filmaufnahmen mit einem offenen Deckel. Man sieht, die Tiere sind ganz entspannt, sind auch wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, gerade auch von dieser Zeichnung gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Und wirklich halt eine sehr ruhige Grillenart, bis auf, dass sie halt natürlich singen. Aber wenn das nicht stört, ich finde es eher wunderschön und freue mich da schon, wenn ich dann selber mal da in der Nähe von meinem Schlafzimmer noch ein Terrarium aufstellen darf. Also in weiter Zukunft, nicht, dass meine Freundin jetzt Angst kriegt. Genau, außerhalb des Zuchtraums irgendwann mal die Süßen im Terrarium. Genau, aber das ist schon noch in weiter Ferne. Keine Angst, Laura, keine Angst. Genau, das wäre sozusagen von mir. Falls ihr noch Fragen habt, gerade temperaturtechnisch ist natürlich auch relativ standardmäßig so 25 bis 28 Grad Tagestemperatur, nicht über 35 Grad auf lange Sicht und nicht unter 18 Grad auf lange Sicht, also wie bei den Schaben. Luftfeuchtigkeit auch einfach normale Zimmer. Luftfeuchtigkeit, da müsst ihr jetzt nicht arg sprühen oder so, die brauchen da wirklich nichts. Das Einzige, was ihr sprühen müsst, sind die Legekästen, dass euch die nicht austrocknen, weil sonst, wenn die furztrocken sind, sind halt die Eier auch kaputt. Genau, das wäre es von mir. Falls ihr auch Singgrillen haltet, könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese wunderschönen Tiere haltet. Man kann immer noch was voneinander lernen und das finde ich auch das Schönste. Das liebe ich auch auf dem Messen, den Austausch, weil man findet immer noch was, wo man optimieren kann. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und euch die Tiere anschaffen wollt, könnt ihr mir das auch natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch wissen wollt. Man kann natürlich nicht immer alles in ein Video packen. Ich probiere immer so viel, wie es geht, zu erzählen. Macht das auch alles mehr so Freestyle. Ich habe mir jetzt hier nicht 100 Sachen parat gelegt. Ich erzähle einfach, was ich über diese Tiere weiß, wie auch auf einer Messe. So entstehen die Videos. Das wäre es von mir. Euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Euer Dominik.